Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Welches Eisen solltest du als Spieler mit Handicap 36 oder höher spielen? Ich denke, Eisen 6 reicht locker aus. Du musst nicht mit 5 oder 4 spielen. Die Eisen heutzutage sind länger als früher und die Lofts sind auch steiler, sodass die Bälle wirklich weit fliegen. Und wenn du einen schönen Schaft hast, ich denke wirklich, Eisen 7 oder 6 darf dein längstes Eisen sein. Aber wenn du so ein Eisen in der Hand hast, wie kannst du besser mit dem spielen? Nun, wenn ich diesen Ball schlagen würde mit einem Eintreff, mit einem steilen Eintreffwinkel, wenn ich von außen nach innen schwingen würde, dann klappt es meistens nicht. Man schwingt zu steil in den Boden, man schneidet den Ball an, man trifft den Ball nicht mittig. So, es ist wichtig, dass ich diesen Ball mit den längeren Eisen, also von hinten treffe und nicht von oben und von außen. So, damit man den Ball trifft, während der Schläger leicht von innen nach außen schwingt, denk einfach an der Rückseite des Balles. So, wenn das die Mitte ist, versuch mal einen Dimpel auf der Innenseite des Balles zu treffen. Und nachdem du diesen Dimpel getroffen hast, schwing möglichst weiter nach rechts. Und du weißt, was dann passieren wird, oder? Man hat dann eine Chance, durch dieses nach rechts, von links nach rechts schwingen, den Ball einen leichten Linksdraht zu geben. Und so kann man den beliebten Profiball spielen, den Draw. So, ich werde es jetzt vormachen. Und meine Vorstellung ist, den inneren Dimpel zu treffen und dann weiter nach rechts raus zu schwingen. Mehr denke ich jetzt nicht. Und dieser Ball kommt jetzt leicht zurück und ich gewinne Länge. Du merkst es da, ich habe den Ball weggefegt vom Boden, da war kein Loch. Das braucht man nicht, wenn man ein längeres Eisen hat. Okay, so denk daran und viel Spaß beim Eisenspiel.